herzlich willkommen wieder bei Let's Play The Walking Dead. Und zwar die Part 3 ist jetzt schon. Und wir gehen jetzt da hoch, weil es so spannend ist. Ja. Psst. Jetzt geht's ab. Psst. Ganz ruhig. Ja. Mach deinen Scheiß aus. Okay. Warte, jetzt geht's ab. Ist da jemand? Doch, Jimmy. Kenny. It's brutal. Jesus. What the hell is that? Oh my god. Wow. Das ist der Sohn. Der tut mir richtig leid. Oh. Das ist so blöd. Meine Theorie ist, dass der schon halb verhungert ist. Ja. So wie er aussieht. Ich bin die Walking Dead, ich muss immer unmenschliche Stellen einbauen. Gib die Waffe zu ihm. Komm. Warum zu ihm? Er soll es tun. Wieso? Es ist sein Sohn. Ja, dann soll er es eben nicht tun. Ja, okay, you don't have to do it. Es ist dann. Ja, dann mach's ich. So, der erinnert ihn an Doug. Look at Zombie, ja, ich bring ihn um. So. Komm her, du Schwein. Schraubenschlüssel. Oder? Ja, komm, ess mich, du hast Hunger. Na, Schnuggel. Verstandet, und grad vor auf die Fresse! Boah. Der kratzt an meinem Bein. Hör auf, das ist lächerlich, es ist Soll ich Crush machen? Und komm! I'm sorry. I'm sorry. Ah! Pfui. Autsch. Hat meiner geile Schuhe, Alter, von der Feuerwehr. To do it yourself. Auf ihn getreten? Ja. Sein Kopf zermatscht. Hä? Warum? Was geil ist. Mit dem Schuh? Ja. Ich hab den Schraubenschlüssel genommen. Hallo, eine Waffe. Tuff, tuff, tuff. Bist jetzt tot. Tuff, tuff, tuff. Manga. Bist jetzt tot. Tuff, 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 tuff. Tuff, tuff, tuff. Dani, Come, I'm reloading. Du bist crank, Dani. So was macht man. Und, und da ist er. Legen wir ihn zum Hund mit ins Grab. Das wird doch schön. Muss man auch. Echt? Geil. Bin ich. Yep. You are a pro, komm, man. Geh zu deinem Freund. Komm. I'm just lying. Jetzt wacht er so auf. Oh Gott. Warte, sag mir, wenn du am Grab bist, ne? Warte. Am Hundegrab. Jetzt bin ich dort angekommen. Okay, jetzt musst du ein bisschen eingraben. Und ich freue mich schon so. Halt, nicht spoilern. Nein, ich freue mich trotzdem. Du musst ihn eingraben. Okay, mach ich. Dann erwachen sie fein. Ich bin da mal leise. Okay. Dann graben wir mal zu. Tja. Armer Kenny. Armer Kenny. Armer Kenny. Komm. Armer Kenny. Nee, das ist Doug. Also Armer Doug und Kenny. Kenny ist der Vater. Warum immer Stück für Stück jetzt, komm. Heb das Teil hin. Und die Clementine schaut zu. Wie geil ist das denn? Achte auf den Bildschirm.
traurig, Link. Wollen wir doch nicht reden. Stück für Stück. Peace for peace. Da kommt noch ein Stück drauf. Wow. Wer ist das? Warte mal. Hey! Hey, die Sau! Das ist die Sau! Oh, die Sau. I kill you! Ich dachte, du hast dich erschreckt. Mach das aus. Ja, ich dachte, du hast dich erschreckt. Aber hast du nicht. Oh. What's going on? Erschrocken. Dann eben erschrocken. I saw someone standing there by the fence. Watching us. A walker? No, too fast. Off like a bat out of hell when I spotted them. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. Kimmy? I'm fine. I'm fine. What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. They ran off before I could get a good look. I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing, but the thought of someone out there actually stalking us. All right, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's ready to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. Scheiße, ich muss niesen, dann kann mein Mikro nicht auf Stumm stellen. Then hell, what are we waiting for? I'll go get my stuff. No, Ben, you'll only slow us down. Lee and I can go scout the river. The rest of you get ready to move out. You stay behind with Chris and Omid. It's just like that. My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. We need to focus on finding a boat right now, Claire. Like we talked about on the train, remember? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. Ich kann ja verstehen, dass Clementine dauernd zu ihren Eltern will, aber wer weiß, ob die überhaupt noch leben. Also ich glaube, nicht da. Stay here and keep an eye on Clementine. I can do that. Well, just so we're clear, while I'm gone, anything or anyone tries to get inside this house, you shoot them. Don't even think twice about it. Understand? I got no problem shooting walkers. Did you hear what I said? Anything or anyone? Good. Wenn nicht darauf aufpasst und ich noch lebe, dann bringe ich ihn um. Clementine ist auch so klein, ey. Ich bringe ihn nicht um. Ich bringe ihn um. So, jetzt ist der Himmel. Boah. Infected. East Bay Street, Lincoln Street. Okay. Oh ja, jetzt wird's geil. Das ist auch so ein Spoiler. Das ist so ein ähnlicher Spoiler, weil du sagst uns schon an, dass es geil wird. Deswegen bereiten wir uns darauf vor. Nein, es dauert noch, dass es geil wird. Wahrscheinlich erst in nächster Folge. Warte kurz. Folge hier dauert noch 3 Minuten, 4 Minuten. Na gut, dann vielleicht noch in der Folge. Immer wenn es spannend wurde. Warte ganz kurz. Hier. You think everyone's safe back at the house? Safe as anyone can be these days, I guess. I just hate leaving Clementine alone. As if walkers weren't bad enough, now we got this crazy motherfucker on the radio stalking us. Won't be a problem once we get out on the water. River's just a few blocks up ahead. Okay, Kirchenglocken. Son of a bitch! That bastard's fucking with us again! It's another trap! No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. Lol. Kirche. What in the hell is
is going on? Fucking amazing zombies, very good. I have no idea, but someone must be running upstairs. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. Good one. Die eine krabbelt da, ich mag draußen. Let's keep moving. Die Gehbehinderte. Alter. Sei nicht so gehbehindertenfeindlich. Bin ich das? Nothing moving behind us. I think we're... Was jetzt? Oh mein Gott. Lol. Lol. Geiler Steg. There's gotta be a boat. There's gotta be. Das Boot. Das war's mit dem Boot. Are you sure about that? Doesn't look like it to me. Maybe we need to start thinking about a plan B. This is the plan, Lee. This is our best and only shot. You said so yourself back at the house. You agreed with me. Yeah, but that was before we... Das Boot ist im Arsch. Alter. Das Boot ist echt im Arsch. This one might still be salvageable. Kenny, get a grip. This boat is totally fucked. Oh, yeah? Know a lot about boats, do you? Tell you what. If I ever need an expert opinion on American history, I'll be sure to ask. But how about you leave the nautical shit to me? Jetzt musste ich mich einmal gegen Kenny stellen. Wegen dem Boot. Das läuft nicht mehr, das Boot. I'll check it out. You look further along the water. Kenny ist auch so egoistisch geworden. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. Ich hab Computerfigur. Okay. So guys, we're gonna have to escape the game now. So, ich entschuldige mich schon mal für Spoilern. Ja, genau, wieder mal. Wir stoppen hier mit this Let's Play, weil ja, die Zeit ist rum. Tja, das sollen wir machen. Auf Wiedersehen! Tja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt, was ihr davon haltet. Genau, schreibt, bewertet, macht, was ihr wollt, tobt euch aus, drückt den Like-Button so oft, wie ihr wollt. Den haut uns! Nein, Spaß. Das nicht. Ich bitte heute doch darum. Okay. Ja, in der nächsten Folge werden wir weiterschauen. Und zum Beispiel diese hängenden Zombies da links, ja, die interessieren mich ganz doll. Der Kenny schaut so, als ob er, so eine Maus findet. So sucht die Nadel im Heuhaufen. So eine Theorie, entweder sind Clemens Kleins Eltern tot oder mit den Booten abgehauen. Okay, also, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.